Heißt du dein Brot? Sind das die letzten Stücke? Mhm. Dann muss man halt jetzt in die Schleuse reingehen. Jetzt? Ja, wann sonst? Ich meine, alle anderen haben noch kein Brot gehabt. Das ist das letzte zum Frühstück. Ja, warte mal, bis die wach sind, oder? Ich warte doch jetzt nicht, bis die alle wach sind. Ah ja, du gehst dann in die Schleuse rein und dann will irgendjemand noch irgendwas von der Schleuse. Ja, dann holt man halt, dann holt man alles raus. Du kannst nicht alles rausholen, weißt du, wie viel das ist? Ja, zumindest mal, was nicht fehlt, was fehlt und was man heute Abend braucht zum Kochen. Ja, weißt du das denn? Da frage ich jetzt den Harry, weil der wollte kochen. Na ja, gut. Ich habe noch einen Tipp von mir, ich weiß nicht. Kein Brot mehr da, Harry. Willst du heute Abend kochen? Lass dich schmecken. Danke. Danke. Ich trinke nie mehr Bier. Kopfschmerzen. Wirklich? Echt? Wie viel Bier hast du denn getrunken? 3, 4. Oh. 3 oder 4, genau. Doch nicht ja, viel. Nach so einer langen Zeit Abstinenz merkt man das, glaube ich, auch schon. Ne? Ja. Aber Christian merkt es auch nicht. Ah ja, das ist ja auch ein Barkeeper. Eine trainierte Leber. Ja. Oh. Wow. Hat man Duschmasken gekauft? Müssen wir den sehen in der Kiste. Irgendjemand hat die verteilt gestern. Wirklich? Glaube ich. Nee, ich glaub's nicht, weil ich habe keine hat bekommen. Hat keiner verteilt. Also da sind welche drinnen. Christian, hast du gerade warm geduscht? Heiß ich Karim oder was? Na, die Antwort. Deckelchen, was ist los? Du bist so ruhig seit gestern. Naja. Und ist auch halt mal ruhig. Steht dein Männchen schon? Nee. Wenn sie stört, dass ich hier hocke, sag's. Sieht gerade nicht so aus, wie wenn du mit irgendjemandem reden willst. Ja, es gibt keine Phrasen, habe ich erkannt, Bock zu plappern. Ja, gut. Nee, kannst du mal ruhig sitzen bleiben. Nee, hat weil ich habe jetzt Bock zu plappern. Und wenn du keinen Bock zu plappern hast, muss ich mir jemanden suchen. Einige Bewohner brauchen morgens im Bad etwas länger. Soll ich die Zitronen auch wieder reinlegen? Ach komm. Ob man von kalt Haare waschen, fette Haare kriegen kann? Nee. Ganz im Gegenteil, kalt Haare waschen muss sehr gesund sein. Meine Friseurin hat gesagt, das macht gar nichts. Der Karin ist echt total durchseucht, echt. Ja. Der ist voll krank. Dann springt er auch in den Badezuber und dann wieder kalt. Ja. So. Dankeschön. Bitte. Braucht ihr noch? Also, das Ding ist gut. Guck. Hey, schön. Ja. Oh. Wie hast du das denn jetzt so hingekriegt, so gerade? Tja. Guck mal, tja, weißt du, warum du meine Dusche benutzen? Darf ich den heute Abend mal benutzen? Ja, darf ich den heute Abend mal benutzen? Was denn jetzt schon? Kinder, also ein Strich 5 Mark, zwei Striche 10 Mark. Ich lach dich dann.
Ja, ich mach dir das weiß und ich nehme das rote. Das ist so ein Billigteil. Weil ich muss ja kein Make-up, aber falls ich heller werde, dann. Und das, guck mal, habe ich von meinem Vater damals aus der Türkei gekriegt. Sonst habe ich keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung. Und deswegen, der ist auch viel zu dick, den ich habe. So, ich weiß, findest du auch nicht schön. Weil die. Ich habe das auch mal gemacht, aber ich finde, das sieht immer so unnatürlich aus. Das Weiße? Aber du vergrößerst dir die Augen unwahrscheinlich. Ja, aber unwahrscheinlich. Ja, aber du kannst es auch. Was ja schon hilft, wenn es dir hier in diese. Ja, hast du gerade gesagt, hast du ja nicht. Genau, gesagt. Das macht immer einen strahlenden Blick. Nein! Ja. Okay, dann schminke ich mich vorher und dann genau. Dusche ich. Ja, genau. Du musst dir immer vorher schminken. So magst du dich immer. Erst schminken und dann duschen. Ich nicht mal die Mari wasch. Du machst eigentlich nie. Immer. Warum? Mach ich auch erst. Dumme Angewohnheit. Ich schminke mich erst immer und dann gehe ich unter die Dusche. Ja, mach ich auch. Mach ich jeden Früh, ist das der gleiche Eck. Ja, weil es könnte jemand kommen. Genau. Ja. Mensch, vielleicht steht dann der Traummann vor meiner Tür, verstehst du? Und ich bin ungeschminkt. Mach dich weg. Diese brutale Aktion. So. Das gestern mit der Musik, das war echt super erleichternd. Das sind einige Aggressionen abgebaut worden, glaube ich, und es hat vielen gut getan, sich endlich mal wieder auszutoben. Wir sind auch alle heute wesentlich ruhiger, aber durch die Vorfälle von gestern sind viele noch angespannt, das mag ich. Es merkt jeder und diese Profilierungsgeschichte, wie Harry das gestern so schön formuliert hat, fand ich auch super scheiße, deswegen habe ich mir das halt angehört und es ging aber da rein und wieder raus, weil das hat mich nicht interessiert, weil plötzlich, wo es darum ging, dass es dann passieren sollte mit dieser Tanzerei, fingen plötzlich ein paar Leute an, mir ein schlechtes Gewissen einzureden und ach Marion, es tut mir ja so leid für dich und pass doch ein bisschen auf dich auf und die kapieren das irgendwie nicht. Das ist mein Leben, ich stehe dazu, was ich mache, ich mache nichts Schlimmes, ich lebe einfach nur das aus, für was in mir brodelt und damit können viele Leute nichts anfangen, deswegen ist das gestern auch gecancelt worden. Es hat aber nichts mit dem zu tun, dass ich das für mich in meinem Leben canceln werde, sondern wenn ich rauskomme, werde ich meine Shows weitermachen und daran Spaß haben. So. Ja, es ist keine neue Geschichte, die ich heute erzähle. Ich komme hier mit den Leuten halt nicht klar. Dadurch kommen die auch nicht mit mir klar. Da ist ganz wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Also sprich, ich bin eigentlich schuld und weil würde ich mich anders benehmen, würden die sich wahrscheinlich auch mir gegenüber anders verhalten. Das kann ich aber nicht tun, das werde ich auch nicht tun, weil alles andere wäre in meinen Augen hier schleimig und verlogen und deshalb bleibt es auch dabei und ja, Punkt. Ich finde, ich habe es für meine Begriffe habe ich es versucht, mich hier zu arrangieren. Mit Sicherheit nicht immer ganz glücklich und auch in der letzten Woche vielleicht auch sehr unmöglich durch diese ganze Sache, durch diesen ganzen angestauten Druck. Hab aber gesehen, dass es beim besten Willen nicht geht. Das wird vielleicht mit den Jungs gehen, aber mit vielen der Mädels geht es einfach nicht. Weil du kannst hier nicht reingehen in so ein Haus und behaupten, du willst back to basic leben, pennst aber bis in die Puppen, schminkst dich dann erstmal 3 Stunden und bist den ganzen Tag einfach nur schick und super toll und weiß ich nicht, es läuft einfach nicht. Ich denke mal, die einzigen, die hier wirklich eine Chance hätten, back to basic durchzukommen, sind vielleicht Frank, Harry und das Küken. Alle anderen, mich eingeschlossen, sind da eigentlich doch eher unfähig zu und eher Großstadtkinder, wo es dann super heftig wird. Ich habe also für mich da jetzt wirklich resigniert. Ich gebe es damit auch wirklich auf, mich hier mit den Leuten zu arrangieren. Das Thema ist für mich wirklich durch. Ich habe es heute gesehen, auch wieder anhand der Wochenaufgabe oder daran, wie sich hier geschminkt wird und Duftwässerchen gemacht wird. Und ich check damit da wirklich dann aus. Ich mache dann hier auch nicht mehr viel.
ich habe es dann wirklich aufgegeben und da wird sich der ein oder andere dann drüber beschweren, aber pff, was sollen sie machen? Dann sollen sie mich halt wieder nominieren und wieder nominieren und wieder nominieren. Ich weiß nur eins, wenn ich hier rausgehe, egal wann das ist, dann sind meine Leute draußen da. Die haben auch alle die Checkung davon, was so läuft. Das sind echt Leute, die wissen, wo der Frosch die Locken hat und da freue ich mich drauf, die wiederzusehen und mit denen kann man auch alles durchziehen. Die kommen auch nicht verlogen rüber oder stellen sich hier wer weiß wie an. Ebro will ihr Verhalten gegenüber Walter ändern. Ich habe gesagt, dass ich abschalten will. Ja. Weil es mir leichter fällt. Ich habe gesagt, das, weil geht nicht. Ich möchte erstmal für mich und wenn ich merke, ich kann auch so, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich so. Vielleicht entwickelt sich das ja doch anders. Aber ich glaube, ich habe halt gesagt, ich glaube, besser wäre es erstmal Abstand. Wenn doch nicht, dann doch nicht. Weil ich nicht so damit so umgehen kann. Musst du halt entscheiden. Nur Scherze machen. Und der muss halt kann ich auch nicht, kommen. Weißt du, weil dann steige ich mich noch mehr rein. Hm. Erstmal ein bisschen wieder. Runterkommen. Ja. Hm. Und deswegen klappt es gut. Deswegen geht's. Heute war ein guter Tag, ne? Ja. Hm. Ich habe auch extra nicht mit ihm geschickert. Nee, ne? Hast du gesehen? Ja, finde ich nicht gut. Also nicht schlimm. Hä, wie? Nee, mir erschien das normal, aber nicht schon auf Distanz mehr als sonst. Und bei das finde ich nicht gut, Steffi. Du bist doch auch okay. Im Moment ist es auch Steffi für mich nicht gut. Wegen mir, verstehst du mich? Nein, ich weiß, aber ist auch gut so. Im Moment ist es gut so. Ja? Wird vielleicht sowieso mal wieder anders, aber das ist schon in Ordnung. Finde ich echt. Ja, aber wegen mir noch nicht, verstehst Nein, du? Nein, aber ist doch ganz klar, dass ich auch an dich denke. Und wie gesagt, ey, guck mal, so wichtig ist mir das auch alles nicht. Es macht mir einfach Spaß. Ja, dann mach's. Nein. Komm, wir drehen eine Runde. Nein. Wir drehen mal eine Runde durch den Park. Fifi, komm. Malu? Aus, ja. Aus. Fifi, so ist brav, nicht Malu verprügeln. Nein, ich weiß, du bist der Stärkere, aber trotzdem. Steffi, guck mal. Sie ist doch so. Ich hätte es dir vielleicht gar nicht erzählt, wenn du nicht da ins Schlafzimmer gekommen wärst. Aber es ist doch im Moment ganz in Ordnung. Ja, aber ich möchte, es ist ja nicht nur ein Spruch, ich möchte auf gar keinen Fall, dass ich das irgendwie bei euch beiden da. Und ich glaube es auch nicht, weil du sagst ja selber, ihr versteht euch gut und ihr unterhält euch. Wir verstehen uns auch gut. Von daher ist es alles gut. Deswegen, wenn du das meinst, dass es für dich okay ist, wenn du ein bisschen Abstand hältst, okay. Aber. Nein, ich glaube, das sollte sich jetzt erstmal alles ein bisschen entspannen, weil es passiert ja irgendwie nichts. Weißt du, es ist einfach so, wir haben Spaß hier und gut. Mhm.